Das, was jetzt an diesem Instrument zu erleben ist, ist ein Stück Himmel auf Erden. Die Orgellandschaft hier im hannoverschen Wendland ist sehr reichhaltig. Wir haben eine ganze Reihe Instrumente, die quasi Unikate sind. Und Lüchow sollte ein Instrument bekommen, was durchaus in Augenhöhe sich mit den anderen Instrumenten messen konnte. Die Orgel, die heute mit dem Video vorgestellt wird, stammt von der Firma Hermann Euler aus Bautzen. Das Instrument ist im Jahre 2006 fertiggestellt worden, gebaut worden, nach gut 7-jähriger Vorplanungszeit. Die Orgel sollte in jedem Falle keine große Version einer hier bereits im Kirchenkreis vorhandenen historischen Orgel sein. Sie sollte etwas Neues bringen, sie sollte mit einem großen Schwellwerk versehen sein, sie sollte ein doppeltes Regierwerk haben, also indem man mit klassischer Handgreiflichkeit gewissermaßen die Registerzüge bedient. Aber das Ganze auch noch unterstützt wird durch eine sogenannte Setzeranlage, mit der man Registerkombinationen vorab einprogrammieren und auf den sprichwörtlichen Knopfdruck hin abrufen kann. 3 Manuale, deutlich über 40 Register und alles das hat diese Orgel auch bekommen. Die Fantasie von Johann Sebastian Bach, Fantasie in C-Dur, mag ich sehr gerne, weil man mit diesem Instrument sowohl strahlende Helligkeit, aber zum Teil auch kräftige und grundierende Gravität zeigen kann und eben auch zeigen kann, wie dieses Instrument in der Lage ist, diese beiden unterschiedlichen oder gegensätzlichen klanglichen Aspekte gut in sich zu vereinigen. Bei der Festlegung der Besonderheiten dieses Instrumentes ging es uns zum einen darum, dass es als moderne Orgel auch einen sehr modernen Ton- und Tastenumfang bekommen sollte. Im Manual, im Diskant immerhin bis C4, so etwas gibt es ansonsten hier weit und breit nicht. Auch im Pedal ein erweiterter Umfang. Das hatte gleichzeitig den großen Vorteil, dass alte Musik, die in der Regel mit einem Tonumfang bis C3 rechnet, auch nochmal oktavversetzt dargestellt werden kann.
Die hiesige St. Johanneskirche in Lüchow ist im Jahre 1993 grundlegend umgestaltet worden. Karl Imfeld hat, nachdem das Innere der Orgel komplett geplant war, dann den Auftrag erhalten, sich Gedanken zu machen zur äußeren Gestaltung der Orgel. Das Ganze steht in Verbindung mit einem geistlichen Programm, mit dem hebräischen Wort Ruach, Wind, Geist, Atem. Mit dem Wind ist natürlich der Orgelwind entsprechend mitgemeint. Mit dem Atem sowohl der Wind der Orgel, aber auch der Atem der singenden Gemeinde im Gottesdienst, in der Kirche. Und der Geist, der hat uns dann inspiriert, die Vergoldungen und die rote Farbe im pfingstlichen Sinne mit einzufügen. Ich bin sehr froh darüber, dass mit diesem Instrument ich ein unglaublich schönes Werkzeug in die Hand gegeben wird und es die Möglichkeit gibt, eine große Fülle an unterschiedlichen Klängen bereit zu haben für stilistisch ganz, ganz unterschiedliche Musik. Das tut dem Raum gut und demjenigen auch, der daran spielt.